That's what I call a good friend. He'll always understand. That's what I call a good friend. Don't take all the control. He'll fight until the end. He'll always understand. That's what I call a good friend. Haben Sie was dagegen, wenn ich Sie fotografiere? Kommt drauf an. Worauf kommt es an? Sie wissen ja, nichts ist umsonst. Vielleicht wollen Sie die Fotos veröffentlichen? Ich fotografiere nur für private Zwecke. Und einige ganz private Fotos von Ihnen würde ich mir schon etwas kosten lassen. Na dann. Ich wollte hier noch ein paar andere Motive fotografieren. Sie wissen doch bestimmt etwas Passendes in der Innenstadt. Dabei könnten wir uns auch ein bisschen näher kennenlernen. In Ordnung. Aber ich muss noch zahlen. Das übernehme ich. Für dich. Dafür, dass du so ein bisschen den Fremdenführer spielst für mich. Hm? Ich muss langsam wieder los. Meine Mittagspause ist gleich zu Ende. Ich arbeite in einer Boutique, vorübergehend, bis ich was Besseres finde. Die zahlen nicht so gut. Ich verstehe. Einen kleinen Nebenverdienst kann jeder brauchen. Wir treffen uns dann am Abend wieder. Wann hast du einen Schluss? Um 6. Komm doch danach am besten in mein Hotel. Ich wohne im Palais, Zimmer 420. Leicht zu mir. In Ordnung. Sag mal, gibt's hier einen Ort, wo man noch so ein paar attraktive Burschen wie dich fotografieren kann? Vielleicht im Volksgarten. 5 Minuten in diese Richtung. Aber nur fotografieren. Du hast schon eine Verabredung. Haben Sie was dagegen, wenn ich Sie fotografiere? Lassen Sie mich in Ruhe. Entschuldigung. Darf ich dich fotografieren? Meinetwegen, wenn es dir Spaß macht. Danke.
geschadeten Wetter zu rechnen. Die Vorhersage für Österreich: restliche Wolkenbänke werden in der Nacht den Norden und Osten Österreichs streifen. Doch bereits am Morgen hat sich das wetterbestimmende Hoch durchgesetzt. Im gesamten Bundesgebiet blauer Himmel und Sonne. Besonders im Osten unseres Bundesgebietes erwarten wir hohe Temperaturen. Die Quecksilbersäule wird bis auf 35 Grad Celsius hochklettern. Also, wenn es Ihre Zeit oder Ihr Chef erlauben, genießen Sie den Tag in Wiens öffentlichen Grünanlagen oder in einem Freibad. Für diejenigen unter Ihnen, die bereits ihren Urlaub angetreten haben, noch einige Wassertemperaturen österreichischer Seen. So, Rex, das sind die letzten Kartons. Dann haben wir nur noch die großen und die Möbel, dann haben wir's. Dann können wir einziehen. Nein, das ist zu schwer für dich. Du bleibst da und passt auf, ja? Das ist ja eine Überraschung. Ich habe das Auto da gesehen, da habe ich mir gedacht, dass Sie vielleicht da sind. Der Gauner hat Sie gesehen und die Türen zugemacht. Aber Sie wissen ja, wie eifersüchtig er ist. Ja, hast du Grund, eifersüchtig zu sein? Ja, Sie wissen ja, Hunde spüren ja viel früher, wenn was... Jetzt kommen Sie doch herein. Ja, ich habe Ihr Haus immer nur im Vorbeifahren gesehen. Scheint sehr gemütlich zu sein. Ja, das ist es auch. Wollen Sie es nicht von innen anschauen? Oh, heute muss ich in die Ordination. Wie geht's eigentlich dem Rex? Ja, wunderbar. Deshalb gibt es ja keinen Grund, Sie in der Ordination zu besuchen. Dabei haben wir ausgemacht, dass wir miteinander was essen gehen. Ja, an mir liegt's nicht. Ja, mir auch nicht. Nein, momentan ist halt sehr viel los. Einer meiner Kollegen ist auf Urlaub. Rex! Komm! Rex, komm, verschwinde. Jetzt geh ein bisschen spielen, geh ein bisschen in den Garten, ja? Sagen Sie, was machen Sie eigentlich beruflich? Ich? Wieso? Ach so, ja. Ich bin bei der Polizei. Ah, und da muss man immer eine Pistole mit sich herumtragen? Nein, ich wollte nur ein paar Sachen herbringen und danach gleich wieder ins Büro fahren. Sie sind also Polizist? Ja. Wahrscheinlich so einer, der nie Zeit hat, immer weg muss, wenn man irgendwo gemütlich beisammen sitzt, 24 Stunden im Dienst und nachts läutet immer das Telefon. Das ist auch so ein Vorurteil. Im Gegenteil, ich führe sogar ein ganz geregeltes Privatleben. Wissen Sie was? Ich lade Sie irgendwo in der Nähe zum Frühstück ein. Ja? Gut. Und das richtige Essen können wir ja dann nachholen. Zeit für einen Kaffee. Ja. Ah, Stocki, was los? Entschuldigung. Aha. Und wo? Welches Hotel? Gut, ich komme hin. Aus unserem Frühstück wird leider nichts. Das habe ich mir fast gedacht. Man sagt ja, Polizisten sind nie da, wenn man sie braucht. Jetzt beschwer dich nicht bei mir. Ich habe ihn schließlich nicht umgebracht. Und wenn der Höllerer nicht auf Urlaub wäre, dann hätte es meinetwegen auch später kommen können. Jetzt schieb's nicht auf den Höllerer. Du hast mich angerufen. Du hast mich davon abgehalten, eine so nette, sympathische junge Dame kennenzulernen. Der Rex macht doch daran das Gleiche mit dir. Ja, eben. Was? Nichts. Also, weißt du schon was Näheres? Ein Hotelgast. So wie es ausschaut, ist er erstochen und beraubt worden. Der Zimmerkellner hat ihn in der Früh gefunden. Wer ist denn das Opfer? Bernd Holzmann hat seit 3 Tagen hier gewohnt, deutscher Staatsbürger. Ah ja, wundere dich nicht. Der Graf ist ein bisschen schlecht aufgeregt heute Tag. Nein, Rex, komm, du bleibst draußen. Bitte darf ich Ihnen noch einmal sagen, mein Name ist Graf, Dr. Graf, und er möchte mich bitte im Institut zurückrufen.
Danke. Servus, Leo. Servus, Richard. Da ist die Leiche. Na, was sagt der Professor? Na ja, leider nicht allzu viel. Der Mann ist gestern in den frühen Abendstunden, etwa zwischen 16 und 18 Uhr, erstochen worden. Und zwar mit einem Brieföffner, wie er zur Schreibgarnitur im Hotelzimmer gehört. Man kann das Service auch übertreiben. Also Mord im Affekt. Naja, genaueres über den Tathergang kann ich dir erst sagen, wenn ich die Stichkanäle herauspräpariert habe. Auf alle Fälle hat der Täter mehrmals, und zwar sehr heftig, zugestochen. Den Brieföffner bis zum Griff. Leo, kannst du das vielleicht noch ein bisschen genauer erklären, ja? Ja, ja. Also der Tote hat insgesamt 6 Stichverletzungen. Außerdem hat er sich gewehrt. Er hat kleine Verletzungen auf den Handinnenseiten. Das Zimmer ist nicht nur durchwühlt worden, es gibt auch Kampfspuren, die sich vermutlich vom Vorraum bis hierher ins Zimmer verlagert haben. Möglicherweise ist dabei sogar der Täter selbst verletzt worden. Naja, mehr kann ich dir erst sagen, wenn ich den Toten auf dem Tisch habe. Einen schönen Tag noch, die Herren. Auf Wiedersehen. Ja. Was ist mit dem los? Nee, sie haben im Irrtümmel sein Auto abgeschleppt. Fangen wir an? Ja. Na, wie schaut's aus? Also, soweit wir festgestellt haben, fehlt nichts an Wertgegenständen. Allerdings dürfte jemand mit Gewalt den Film aus der Kamera genommen haben. Der Verschluss ist total beschädigt. Mhm. Gibt's Fingerabdrücke? Na ja, jede Menge. Wir werden Vergleichsabdrücke mit dem Personal nehmen. Sehr gescheit. Gut. Hat der Holzmann irgendwelche Telefonate geführt? Im Ausland, innerhalb von Wien? Gibt's davon Abrechnungen und so weiter? Ich kann Ihnen gerne den Computerauszug aus der Telefonzentrale holen. Entschuldigen Sie bitte, aber ich habe schon seit 2 Stunden Dienstschluss. Wenn Sie keine Fragen mehr haben, dann möchte ich ganz gern nach Hause gehen. Sie kommen schon noch rechtzeitig nach Hause. Haben Sie den Toten in Begleitung von jemandem gesehen? Nein. So viel ich gesehen habe, ist er immer allein gekommen. War jemand hier, der nach Herrn Holzmann gefragt hat oder auf sein Zimmer wollte? In der Zeit, in der ich Dienst gehabt habe, nicht. Haben Sie gestern zwischen 16 und 18 Uhr jemanden bemerkt, der sich ungewöhnlich verhalten hat? Nervös war oder versucht hat, ungesehen aus dem Hotel zu kommen? Wissen Sie, was tagsüber für ein Trubel in der Hotelhalle herrscht? Da fallen höchstens Leute auf, die nicht nervös sind. Außerdem sind in dieser Zeit 2 Reisegruppen angekommen. Hat Herr Holzmann Kontakt zu anderen Hotelgästen gehabt? Zum Beispiel beim Frühstück und so weiter. Er hat sich das Frühstück immer aufs Zimmer bringen lassen. Hat irgendjemand von Ihnen mit Herrn Holzmann gesprochen? Wollte er vielleicht eine Auskunft, eine Buchung oder sonst irgendwas? Doch, doch. Er ist ja immer mit seiner Kameraausrüstung herumgegangen. Er hat mich einmal gefragt, ob ein Fotolabor in der Nähe ist. Und? Da habe ich ihm das Fotogeschäft empfohlen, das gleich um die Ecke vom Hotel ist. Na bitte. Ja, danke. Guten Tag. Ich suche Fotos, die von einem gewissen Herrn Holzmann zum Entwickeln gebracht worden sind. Holzmann. Ja, der Kunde hat gestern 2 Filme gebracht. Haben Sie einen Abholschein? Nein. Aber das da. Ach so. Das ist natürlich etwas anderes. Es war nämlich heute früh schon einer hier, der die Fotos abholen wollte. Und der hatte einen Abholschein. Und? Haben Sie sie ihm gegeben? Nein, sie war noch nicht fertig. Ich habe gesagt, er soll später wiederkommen, aber er war noch nicht da. Wie hat denn der Mann ausgesehen? Circa 25 Jahre, brünett, gut gekleidet. Da kommt er gerade. We'll be right back.
Kommen Sie schön mit erhobenen Händen raus. Ich habe Zeit. Oder wollen Sie, dass ich den Hund zu Ihnen reinschicke? Sie wollten noch die Fotos. Gehen wir sie gemeinsam holen? Diese Fotos hat der Ermordete von Ihnen gemacht. Man kann sogar den Ablauf erkennen. Zuerst sitzen Sie im Kaffeehaus und dann gehen Sie mit ihm durch die Innenstadt und lassen sich fotografieren. Das heißt noch lange nicht, dass ich ihn umgebracht habe. Sie waren in dem Hotelzimmer, Herr Merxner. Wo hätten Sie sonst den Abholschein für die Fotos her? Wie wäre es mit einem Geständnis? Das könnte Ihnen mildernde Umstände bringen. Ich sage jetzt überhaupt nichts mehr. Das macht auch nichts. Aufgrund der Beweislage können wir Sie jederzeit in Untersuchungshaft nehmen. Hören Sie zu, Merxner. Wir wissen inzwischen von unseren Kollegen aus Deutschland, dass der Ermordete sehr wohlhabend war und in homosexuellen Kreisen verkehrt hat. Der hat Sie offensichtlich angesprochen und zu sich ins Hotel bestellt. Es kommt zu einer Annäherung, die Sie nicht wollen, oder zu einem Streit, und Sie bringen ihn um. Sowas kommt vor. Schaut nicht gut aus, Herr Merxner. Schaut gar nicht gut aus. Na gut, dann lasse ich den Herrn Merxner jetzt in die Zelle bringen. Nein! Ich will nicht ins Gefängnis. Ich war bei ihm im Zimmer. Sehen Sie, es geht doch. Also, erzählen Sie uns einfach, was vorgefallen ist. Er lag tot auf dem Boden. Alles war durchwühlt. Mir war klar, dass der Verdacht auf mich fällt, wenn Sie die Fotos finden. Und den Abholschein der Fotos? Wo haben Sie den gefunden? In seiner Brieftasche. Die lag auf der Kommode. Also, Herr Merxner, fangen wir doch mal von vorne an. Ich war in meiner Mittagspause in dem Espresso. Er hat mich angesprochen und gefragt, ob er mich fotografieren darf. Ich habe nichts dagegen gehabt. Hat er Ihnen Geld geboten? Ja. Und? Weiter? Er hat mir erzählt, dass er eine eigene Firma in Deutschland hat. Irgendetwas Technisches. Eine Fabrik, die Zubehörteile für die Autoindustrie macht. Für den Abend hat er mich ins Hotel bestellt. Als Sie in das Hotelzimmer gekommen sind, wo lag da die Kamera? Auf einem Stuhl neben ihm. Jemand muss den Film herausgenommen haben. Das hat mich auf die Idee mit den Fotos gebracht. Ich habe nur gehofft, dass ich nicht auf dem Film drauf bin, der gestohlen wurde. Und nach der Verabredung sind Sie wieder direkt zu Ihrem Arbeitsplatz zurück. Und dort waren Sie bis 18 Uhr. Sogar bis 5 nach 6. Und dann bin ich in das Hotel gegangen. Und als Sie sich von ihm verabschiedet haben, in der Stadt, hat er Ihnen da vielleicht erzählt, wo er noch hin möchte? Er hat mich gefragt, wo man in der Nähe attraktive Männer fotografieren kann. Und ich habe ihn in den Volksgarten geschickt. Dazu kommt, dass der Holzmann laut Obduktionsbefund eher gegen 17 Uhr gestorben ist als gegen 18 Uhr. Damit hat der Merxner ein ziemlich gutes Alibi. Der war es auch nicht. Das ist ein Nervler. Der findet den Toten im Zimmer und sein einziger Gedanke ist, an die Fotos zu kommen. Bei der Hausdurchsuchung von Merxner ist auch nichts herausgekommen. Die Nachbarn sagen, er ist nett und zuvorkommend.
Hin und wieder hat er Herrenbesuch gehabt, aber sonst. Außerdem hat der Holzmann hier im Volksgarten auch noch andere fotografiert. Einige sogar. Es war wahrscheinlich sein Schmäh, Bekanntschaften zu machen. Ich bin mir sicher, dass hier irgendetwas passiert ist, was mit dem Mord zu tun hat. Ist schon möglich, dass der Holzmann auch hier jemanden angesprochen hat, was weiß man. Einer von uns sollte sich hier ein paar Tage umschauen. Bitte fair. Der Höller ist auf Urlaub und wir zwei haben wirklich noch was anderes zu tun. Wer hat so viel Zeit, dass er sich den ganzen Tag in einem Park setzt? Ich weiß wen. Wen oder was suche ich da eigentlich? Bei aller Liebe, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich bin zwar ein Pensionist, aber kein solcher Pensionist, der den Rest seines Lebens auf einer Parkbank verbringen will. Wer redet denn vom Rest deines Lebens? Es geht ja nur um 2 oder 3 Tage. Wir haben ja sonst niemand als dich. Max. Und dafür soll ich mich opfern? Du weißt ganz genau, dass ich von dieser Räuber- und Gendarmenspielerei nichts mehr wissen will. Und was ist mit den Akten deiner ungelösten Fälle, die überall bei dir herumliegen? Hm? Die kann ich jetzt in aller Ruhe lesen und mich darüber freuen, dass ich sie nicht mehr bearbeiten muss. Will mich nicht mehr aufregen. Das Leben ist aufregend genug. Ich möchte wirklich wissen, was an deinem Leben aufregend ist. Dann schau dir das kleine Gulasch an. Wenn ich das esse, kriege ich entweder den Rinderwahnsinn oder die Schweinepest. Eins von den beiden. Siehst, Aufregung genug. Das Leben ist gefährlich wie ein kleines Gulasch. Das schmeckt aber trotzdem gut. Nun, bestell dir selber was. Der Einzige, mit dem ich teile, ist der Rex. Hm? Komm her. Komm. Der Max, das ist ihm doch zu scharf. Entschuldige, erstens ist es zu spät und zweitens. Komm, ich hab ihn doch eingeladen. Rex, aus. Lass das gut sein. Komm. Aus. Rex, komm, verschwind. Komm. Hör auf jetzt. Rex, aus. Komm her, Rex, aus. Pass auf. Rex, aus. Hallo. Hör auf zum Ziehen. Max. Bitte. Schau, ich habe mir gedacht, der ältere Herr, der mit seinem Hund im Park spazieren geht, fällt doch überhaupt nicht auf. Außerdem hast du den Rex ein paar Tage. Gib dir keine Mühe. Ich mag's ganz bestimmt nicht. Es kann doch nicht dein Lebensinhalt sein, im Gasthaus zu sitzen und übers Gulasch zu philosophieren. Max, bitte. Nein. Nein. Nicht 10 Pferde bringen mich in den Volksgarten. Das ist aber wieder notwendig. Nein, nein, das geht nicht gegen dich, Rexy, um Gottes Willen. Eher gegen deinen Herrl. Er redet und redet und redet. Er redet so lange auf mich ein, dass ich müde auf seinen Blödsinn einlasse. Na, na, jetzt haben wir's. Sitzt man da herum, wenn nix und wieder nix. Siehst du was Verdächtiges? Ich nicht. Ja, es wird sich leider nicht ausgehen. Ja, was soll ich machen? Nein, ich werde im Büro irgendwas essen. Ja. Und sie sollen nicht böse sein, gell? Schöne Grüße und Bussi. Was? So. So gut, ich krieg's zu Hause gar nicht. Das
Sag einmal, wie hast du den Koch überredet, dass er sich in den Volksgarten setzt? Ja, wie immer. Ich habe ihm gesagt, dass es das letzte Mal ist und dass ich es nie wieder von ihm verlangen werde. Du könntest dir auch einmal einen neuen Schmäh überlegen. Ja, doch funktioniert. Er hat es eh nur gemacht, dass er ein paar Tage einen Rex hat. Hauptsache, wir haben irgendjemand dort. Der Richard. Gestern sind wir da den ganzen Tag herummarschiert, was war nix. Heute marschieren wir den ganzen Tag da herum, was wird sein, wieder nix. Komm, setzen wir uns da nieder. Komm. Nimm dir ein Stückerl, bevor der Richard kommt. Aber magst du nicht? Ist eh gescheiter. Wahrscheinlich nicht sehr gesund. Reg dich nicht auf, Rexi, das ist schon mal so, dass in einem Park auch andere Hunde herumspazieren. Nur warum ich das jetzt, weiß ich nicht. Ich hab den Kollegen von der City ein paar Fotos von dem Holzmann zukommen lassen. Die sollen sich in den schwulen Lokalen ein bisschen umhören. Aber wenn der Holzmann sowieso mit der Fotografiermasche seine Bekanntschaften gemacht hat, dann hat es ja gar nicht notwendig gehabt, in die Szene zu gehen. Außerdem dürfte er mehr auf Edelstriche oder Amateure ausgewiesen sein. Ah ja, von der Spurensicherung gibt's bis jetzt auch noch. Ja? Hier ist Post aus Italien. Die liegt ja gestern bei uns auf dem Schreibtisch. Eine Ansichtskarten vom Höllerer. Was liest vor? Liebe Kollegen, Grüße aus Venezia. Gestern war ich auf einem Tagesausflug in Venedig und machte einen Hafenspaziergang. Als ich gerade eines der Schiffe fotografieren wollte, was? Stürzten zwei Carabinieri auf mich zu, schrien mit mir herum und wollten mich abführen. Mehr haben sie nicht gebraucht. Ich habe wirklich nicht gewusst, dass man Kriegsschiffe nicht fotografieren darf. Das ist ein Dillo. Vielleicht hat der Holzmann auch was fotografiert, das er nicht fotografieren sollte. Na klar, den Täter. Hm? Nein, nicht der Person, eine Situation, verstehst du? Vielleicht hat er eine Situation fotografiert. Jetzt lass gut sein. Komm, komm, komm weiter, komm. In der Akten da, ohne den verschwundenen Firma, das ist deins. Ja, Moser? Ah, Leo, servus. Was gibt's? Sehr gut. Mhm. Was? Bist du da ganz sicher? Okay. Danke, Leo. Danke, servus. Die Spurensicherung hat in dem Hotelzimmer ein paar ausgerissene Haare gefunden, die nicht von dem Toten sind. Na bitte. Jetzt müssen die Haare nur noch zum Maxner passen, dann haben wir ihn. Na, eben nicht. Das sind Frauenhaare.
was Neues? Ja, ich weiß nicht recht. Der Rex muss was bemerkt haben. Der knurrt schon seit Tagen einen jungen Mann mit einem Hund an. Und warum? Genau dasselbe hat sich gestern mit einem anderen Hund abgespielt. Da schau. Der von gestern, da kommt er. Weißt du, was die machen? Hm? Die dealen vor unseren Augen. Mit den Hunden? Wozu denn diese Umstände? Als Tarnung vielleicht? Ja. Der Diener kommt mit seinem Hund in den Park. Der Hund hat unter dem Halsband ein Sackel mit Rauschgift angeklebt. Deswegen hat der Rex vorhin so gesponnen. Jetzt verstehe ich. Der Kunde setzt sich zu dem Dealer auf die Parkbank, gibt ihm das Geld, geht zum Hund, streichelt ihn und holt sich unter dem Halsband das Rauschgift hervor. Und wenn die Polizei kommt, hat der Dealer keinen Gramm dabei. Deshalb verschwinden sie und kommen nach ein paar Minuten wieder. Das heißt, sie müssen auch eine Art Depot in der Nähe haben. Aha. Sieht alles sehr gut organisiert aus. Und warum holt ihr euch die Leute nicht einfach zur Einvernahme? Um die Dealer kümmern sich die vom Rauschgift. Aber im Hotelzimmer des Toten haben wir Frauenhaare gefunden. Das heißt, wir suchen eine Mörderin. Die vom Rauschgift kennen die Gruppe schon seit einiger Zeit, haben ihnen aber bis jetzt nie was nachweisen können. Der Trick mit dem Hund ist ihnen jedenfalls neu. So, das sind alle Fotos. Gleich so bekannt vor. Das ist doch der Typ, den Holzmann im Volksgarten fotografiert hat. Vielleicht findet man da noch einen. Das ist der gute Charlie, vorbestraft wegen Körperverletzung, Nötigung, Drogenbesitz. Bürgerlicher Name Monika Schneider. Bingo. Stock immer. Jetzt haben wir sie. Langsam, langsam. Gesetzt im Fall, dass sie den Holzmann wirklich umgebracht hat. Dann wird sie sich nicht so bald wieder im Volksgarten blicken lassen. Wo soll man sie sonst finden? Von dieser Dealergruppe ist keine einzige Adresse bekannt. Wir machen es einfach gleich wie Sie. Rex, es geht arbeiten. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Kostet aber mehr, ist besonders guter Stoff. Wie viel? 1200. Muss ich schauen, ob ich so viel dabei habe. Was ist denn da los? Warum geht denn das nicht? Der Hund ist schon lange auf Position. Stocki. Ja, dann mach das doch selber, wenn du das nicht erwarten kannst. Das heißt, mach das doch selber. Du bist doch der Fachmann, oder? Was man da dazwischen redet, dann wird das nie was. Ist das überhaupt der richtige Knopf? Oder? Sehr ruhig. Ich muss mich konzentrieren. Wir haben
funktioniert. In Ordnung, da weißt du, wo du es abholen kannst. Ich komme morgen wieder, um dieselbe Zeit. Der Till ist gelaufen. Und jetzt geht er zum Hund und holt sich das Zeug. Na bitte, jetzt haben wir den Beweis, dass Sie mit Rauschgift handeln. Wir kassieren Sie einfach und fragen nach dieser Charlie. Warte noch. Was? Da gibt's mindestens noch einen zweiten. Immer wenn der eine das Halsband auffüllt, kommt ein anderer. Ich brauch was. Aber teurer als das letzte Mal. Neue Lieferung. Beste Qualität. Wie viel? 1100. Okay. Ein Hunderter kommt noch. Der Hund sitzt da vorne. Aber jetzt, ich sag den Kollegen Bescheid. Noch nicht, Stocki. Vielleicht meldet sich unsere Charlie noch. Haltung, Stocki, Haltung. Mahlzeit, Richard, Mahlzeit. Der Volksgarten mit seinen geordneten Alleen stellt bis heute einen Bürgerpark dar. Eine ruhige Anlage mit beschaulichen Wegen entlang von Rosensträuchern, kurz um eine Erholung im lauten Stadtrum. Ober. Sachen gibt's. Werner, servus. Du wahnsinnig. Jetzt raus aus dem Geschäft, was machst du überhaupt da? Ich brauch dringend was. Komm, Werner, lass mich jetzt nicht hängen. Ich kann dir nicht helfen. Du bist selber schuld. Der hat den Film natürlich nicht freiwillig hergegeben. Ich war im Hotel und hab's zuerst auf die geile Art versucht. Und ich habe ihm gesagt, wenn er mir den Film gibt, dann bumse ich mit ihm. Darauf ist er natürlich nicht eingegangen. Und ich ihm dann die Kamera wegnehmen wollte, ist auf mich losgegangen. Aber vom Umbringen hat der Alte nichts gesagt. Hau ab, Charlie. Charlie? Wir nehmen Sie wegen Verdacht des Mordes an Bernd Holzmann fest.
Wir sind dem Holzmann ins Hotelzimmer nachgegangen, haben ihn umgebracht und dann den Film rausgenommen. Wohl, da rede ich gar nichts. Ein Foto von einem Deal mit ein paar Gramm bringt man doch nicht gleich jemanden um. Da muss doch noch was anderes gewesen sein. Das musst du schon selber checken. Schau, jetzt komme ich mit der Krawatte. Ganz ruhig. Ich mach dir nichts und du machst mir nichts. Warum immer ich das? Braver Hund. Ganz ruhig. So ist es brav. Was haben wir denn da? Na bitte. Wer sagt's denn? Und jetzt gehen wir. Oh, scheiß Bulle. Oh, Stocki, übernimm du, die Dame ist ein bisschen störrisch. Ja, der Hund genauso. Braver Hund. Aus, aus, ganz ruhig. Aus, aus, aus. Ich möchte auch einen. Na, Kinder, du schaffst das, wenn er kommt, gell? Ich schaff das, wenn er kommt. Pass auf, Stocki. Was ist denn los? Gar nicht ist los. Ich hätte gerne Eis. Was soll es denn sein? Ja, für mich einmal Vanille und für ihn Schokolade. Das mag er nämlich besonders. Ist ja gut. Warte ein bisschen, kriegt er ja gleich. Was soll denn das? Wissen Sie, mein Hund ist gar nicht so hinter dem Eis her. Vielmehr hinter dem da. Hab mich schon die ganze Zeit gewundert, wo die ihr Depot haben.